Hallo, der erste Tag der Glutenfrei-Challenge ist hinter mir. Ich habe es geschafft, ohne Gluten auszukommen. Mein Food-Diary für den heutigen Tag seht ihr gleich. Ich muss aber noch was sagen, und zwar habe ich jetzt mitbekommen, dass die Rezepte, dass die omnivore sind. Die Rezepte, die auf der Glutenfrei-Challenge auf der Homepage sind, dass die omnivore sind. Weil man damit ja natürlich auch Personen ansprechen möchte, die ja vielleicht nicht vegan sind und trotzdem glutenfrei sind. Soweit in Ordnung auch für mich, bloß ich habe dann gesagt, die Rezepte werde ich nicht mit den Arsch angucken und die werde ich natürlich auch nicht in meinen Blog, in meinen Vlog mit reinnehmen und ja, entsprechend auch nicht auf diese Rezepte verweisen. Und den Beitrag habe ich heute geschrieben bei Facebook und eine Organisatorin hat diesen Beitrag dann einfach rausgenommen. Das heißt, einfach gelöscht. So, und auf Nachfrage dann kam keine Antwort und ich habe meine Konsequenzen jetzt gezogen. Ich werde die glutenfreie Challenge für mich durchführen auf meinem YouTube-Kanal und werde da auch ganz normal weiter glutenfrei leben. Allerdings vegan und vor allem rohköstlich ist bei mir, habe ich so gemerkt, wird wohl wahrscheinlich in die Richtung gehen. Und ja, auf jeden Fall werde das hier für mich durchziehen, weil ich kann zum einen das mit dem Fleisch, das kann ja jeder für sich dann selber entscheiden. Aber die respektlose Art, das ist einfach meine Beiträge zu löschen. Da kann ich nicht mit leben, da muss ich sagen, bin ich nicht der Typ für, der sowas runterschluckt, zumal ich das ja komplett kostenlos gemacht habe. Das heißt, ich habe mich einfach zur Verfügung gestellt und gesagt, okay, ich mache eure Glutenfrei-Challenge öffentlich mit. So, und ich weiß auch, dass in der Organisation der ein oder andere auch ein Problem generell hat mit diesen omnivoren Rezepten. Die Silke Leopold zum Beispiel, die ist da auch nicht begeistert davon. Aber ich persönlich nehme für mich jetzt hier raus, da auszusteigen aus diesem Projekt Glutenfrei Challenge offiziell zu arbeiten. Ich sage aber nein, weil ihr habt ja teilweise gesagt, ihr wollt eventuell auch mitmachen und ich finde es eigentlich auch eine interessante Sache, weil Gluten nämlich auch Suchtstoffe enthält, dass ich einfach sage, okay, ich versuche trotzdem 30 Tage glutenfrei zu leben und mache weiter mein Food Diary, aber nur für euch auf YouTube und nicht für diese Glutenfrei Challenge, sondern einfach für euch auf YouTube, damit ihr ein bisschen Unterhaltung habt, Spaß und vor allem Inspiration. Und jetzt kommen wir zum heutigen Food Diary. Das ist nicht der Blick ins Klo, sondern das ist mein Smoothie. Das oben sind Spinat-Tabletten, würde ich die einfach mal nennen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt morgens mein Smoothie gemacht und darin sind drin, von unten, Buchweizen. Buchweizen ist glutenfrei, weil es eigentlich gar kein Weizen ist. Dann ist drin ungeschälte Hanfsamen, Gerstengraspulver, Moringa und Weizengraspulver. Dazu habe ich noch ein bisschen Neempulver reingemacht und etwas Ginseng. Dazu habe ich Chlorella-Algen und Kelbalgen reingemacht, gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung, gefrorener Grünkohl, gefrorener Spinat. Und das wird jetzt mein Frühstück sein. Normalerweise kommt da eigentlich noch ein Apfel rein und eine frische Banane, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie nicht sein soll. Von daher belasse ich das dabei und ja, werde so in den Tag starten. So, mittags gibt's jetzt ein paar Bananen. Ich werde wahrscheinlich alle essen, das sind ungefähr 7 Stück und nicht nur ungefähr, sondern das sind genau 7 Stück und die werde ich mir jetzt einverleiben und ich hoffe, dass ich danach satt bin. Wenn ich danach nicht satt bin, dann muss ich überlegen und dann nehme ich eventuell wieder auf, aber ich denke mal, das wird reichen. So, und zum Abend gibt es noch eine Packung Sauerkraut mit Kümmel. Das ist ja so direkt aus der Packung. Die wird wahrscheinlich pasteurisiert sein, das heißt nicht so cool, aber glutenfrei. Und darum geht es ja heute. Und es war nicht nur glutenfrei, sondern das war heute ein rohköstlicher Tag und ich fühle mich eigentlich richtig geil. Das liegt nur daran, weil ich das Frühstück relativ spät eingenommen habe, nämlich zum Mittag. Und ja, ich bin begeistert, dass das heute so gut geklappt hat. Pizza hatte ich gestern gegessen und vorgestern habe ich heute logischerweise weggelassen. Und hatte auch nicht mal wirklich einen Gedanken dran, sondern muss sagen, bin halt eigentlich gut bequem und über die Runden gekommen und fand es jetzt nicht irgendwie als Challenge.